Die FCB-TV News werden Ihnen präsentiert von bwin. Für einen Teil der Mannschaft zumindest war es eine recht kurze Nacht nach dem 5:0-Sieg im Sonntagabendspiel gegen die Frankfurter Eintracht. Der Grund: ein Fotoshooting für Sponsoren wie das Trentino, aber auch für den neuen Fanartikelkatalog der Bayern. Ab 8 Uhr morgens bereits standen einige der Helden von gestern Abend, wie Thiago, Götze oder Ribéry, im Blitzlichtgewitter mehrerer Profifotografen. Auch Jerome Boateng musste eine Frühschicht einlegen, obwohl für ihn die Nacht sogar besonders kurz war. Ja, ist sowieso immer schwer. Also für mich kann ich nicht so früh schlafen und gestern war auch noch Superboy, deswegen war das eine lange Nacht und jetzt sind wir hier früh und haben Fotoshooting und danach zum Training, aber ich glaube nicht, dass das so schlimm ist. Der Super Bowl vergangene Nacht mit dem 43:8 Sieg der Seahawks gegen die Broncos. Ähnlich einseitig wie das Spiel der Bayern gegen Frankfurt, das spätestens nach Arjen Robbens Tor zum zwischenzeitlichen 3:0 zugunsten der grandios aufspielenden Münchner entschieden war. In der 67. Minute, 124 Sekunden genau nach Robbens Einwechslung, bei dessen ersten Ballkontakt? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich habe den Ball schon berührt, aber es war natürlich schnell. Aber insgesamt glaube ich, sehr gute Leistung und ich glaube auch, das war unser bestes Spiel von den ersten drei. Ja. Mehr von diesem wirklich beeindruckenden Bayern-Sieg mit weiteren Stimmen gibt es im Lauf des Tages noch bei FCB-TV zu sehen. Und hier geht es weiter mit mehr News von der Säbener Straße in aller Kürze. Nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Dementsprechend ließ Pep Guardiola seine erfolgreichen Mannen auch heute zum Training bzw. Auslaufen antreten. Der trainingsfreie Tag der nicht-englischen Woche ist morgen, bevor dann am Mittwochnachmittag die Vorbereitung auf das Spiel am kommenden Samstag in Nürnberg beginnt. Nie wieder lautete das Motto eines Gedenkwochenendes, das der FC Bayern im Zuge des Holocaust-Erinnerungstages jetzt in der Erlebniswelt ausgerichtet hat. Dabei im Mittelpunkt Bayern Münchens Ehrenpräsident Kurt Landauer, in dessen Amtszeit auch der erste Meistertitel der Roten aus dem Jahr 1932 fiel. Mehr über die ebenso wichtige wie beeindruckende Gedenk- und Erinnerungsveranstaltung bei FCB-TV. Knapp 4 Wochen vor dem ersten Bundesligaspiel im Jahr 2014 präsentierten sich die Frauen des FC Bayern in glänzender Frühform. Beim 3:0-Sieg gegen Slavia Prag auf dem Kunstrasenplatz an der Säbener Straße trafen Sarah Hagen, Winterzugang Junice Beckmann und Laura Feiersinger ins gegnerische Tor. Bestens erholt von der klaren Euroleague-Niederlage gegen Moskau zeigten sich die Bayern-Basketballer. Mit 95:62 überrannte die Mannschaft von Trainer Svetislav Pesic förmlich den Tabellenvierten Oldenburg und behauptet damit eindrucksvoll die Spitzenposition in Deutschlands höchster Spielklasse.